Eine Zeit lang dachte ich, eine Seebestattung wäre toll, weil ich so die Piratenvorstellung hatte, in Leintuch eingewickelt, die Holzpritsche runter und alle salutieren. Aber es ist irgendwie so ein Schiff an der Nordsee und es ist genau festgelegt, wo die Urne rein muss, also wenig romantisch. Die nächste hat gesagt, ja, sie können 35 Quadratmeter haben, 960 Euro. Da habe ich gesagt, wenn ich im Käfig wohnen will, gehe ich in den Zoo. Da werde ich bewundert und kriege was zu essen. Die Erfüllung ist bei mir der Sport, die Mode. Und nachdem ich natürlich jetzt geheiratet bin, gibt es noch eine dritte Erfüllung. Und da schauen wir mal, was aus dieser Erfüllung alles noch wird. Das wäre für mich zum Beispiel entsetzlich, wenn ich meinen Partner so formen will, wie ich das gerne hätte. Dann würde er mir doch nicht mehr gefallen. Es muss doch so ein bisschen kribbeln noch. Er hat es ignoriert und negiert. Ja? Er kam damit überhaupt nicht zurecht, dass ein so selbstbestimmter Mensch durch eine Diagnose einfach den Boden unter den Füßen verliert. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Danke. Welche Erwartungen haben Sie an das Alter? Dankeschön. Ist es für Sie ein Lebensabschnitt, in dem Sie noch mal richtig durchstarten wollen? Oder blicken Sie eher mit Sorge auf diese Zeit? Vom Glück und Unglück der späten Jahre. Das ist heute unser Thema im Nachtcafé. Und ich freue mich sehr auf diese Gäste. Mit Ihren 65 Jahren haben Sie, Harald Schmidt, ein Alter erreicht, in dem viele in den Ruhestand gehen. Aber dass die sich ganz zur Ruhe setzen, können wir uns so gar nicht vorstellen. Wie Sie zu den späten Jahren stehen und welche Pläne Sie für die kommende Zeit haben, das verrät uns TV-Legende Harald Schmidt. Hallo, Günther. Sie, Ursula Zimmerling, haben sich im fortgeschrittenen Alter noch mal richtig verliebt. Dabei wollten Sie doch eigentlich nur etwas Kontakt suchen. Warum dann doch der Blitz einschlug, wer der Glückliche an Ihrer Seite ist und ob reife Liebe viel besser ist als jene in jungen Jahren, das erfahren wir von Ursula Zimmerling. Herzlich willkommen. Auch Sie, Ellen Wittenberg, lernten Ihren Mann etwas später kennen. Sie genossen die gemeinsame Zeit. Doch der Berufsalltag nahm so viel Raum ein, dass Sie viele Pläne auf den Ruhestand schoben, bis eine unheilbare Krankheit all diese Pläne zunichte machte. Herzlich willkommen, Ellen Wittenberg im Nachtcafé. Als Sportlehrer war der Jogginganzug Ihr treuer Begleiter, Josef Mulzer. Ihre Pensionierung war der Startschuss, nur noch so zu leben, wie es Ihnen gefällt. Heute leben Sie Ihre Begeisterung für auffällige Mode aus und begeistern damit in den sozialen Medien auch viele junge Leute. Wir freuen uns, mehr von Ihnen zu hören. Herzlich willkommen, Josef Mulzer. Ihnen, Heidemeier, war es immer wichtig, unabhängig zu sein. Dann wurde Ihnen vergangenes Jahr Ihre Wohnung gekündigt. Und seitdem leben Sie bei Freunden. Alle Versuche, eine eigene Wohnung zu bekommen, scheiterten. Mittlerweile sind Sie sicher, das liegt an meinem Alter. Schön, dass Sie bei uns sind, Heidemeier. Und wir begrüßen die Psychologin Ursula Nuber. Welche Möglichkeiten, aber auch welche Widrigkeiten das Alter mit sich bringen kann, das wissen Sie aus Ihrer Beratungspraxis nur zu gut. Umso wichtiger ist es, sagen Sie, sich auf das Alter vorzubereiten. Wie das geht, erfahren wir von Ursula Nuber. Herzlich willkommen an Sie und herzlich willkommen an die gesamte Runde. Herr Schmidt, es gibt ja so Daten im Leben, da schleicht sich bei manchen so das Gefühl ein, jetzt bin ich alt. Also bei manchen ist es so der 60. Geburtstag, bei anderen der 70. Geburtstag. Wie war das an Ihrem 60.? Haben Sie gefeiert, haben Sie ihn freudig begrüßt oder haben Sie es eher so leise verklingen lassen? Mal eher leise verklingen lassen. Also natürlich in kleinem Kreis mit der Familie. Ich überlege gerade, ich weiß eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr, was ich am 60. gemacht habe. Weil für mich das Alter nie so ein großes Thema war. Ja? In dem Beruf, was ich mache, geht man ja eigentlich nicht in Rente, sondern man macht das im wahrsten Sinne des Wortes, bis man umfällt. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Und ich bin ja nie auf dem jungen
Ticket gereist. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Kollegen und so weiter, die sozusagen immer sehr schön waren und toll aussahen und tolle Haare und alles hatten, sondern bei mir war ja schon relativ früh das Konzept, dass ich gemeinsam mit dem Publikum den Verfall dokumentiere und verfeiere und das Publikum eigentlich ermutige, steht dazu, dass ihr langsam in die Einzelteile zerfallt und akzeptiert es, weil es bleibt euch eh nichts übrig. Altern Sie denn gerne? Also erleben Sie den Verfall gerne mit? Also komischerweise, außer dass meine Haare dichter werden, merke ich nicht viel. Ja? Ja. Das ist, ich hatte schon mit 7 Jahren eine Brille. Mhm. Ich war damals der Einzige in der Schule. Das war wirklich, glaube ich, für meine Mutter ein harter Tag. Mhm. Wo auch dann eine Zeit lang, wenn Sperrmüll kam, heißt, geh nicht auf die Straße. Also das war schon bitter. Ja. Und ansonsten war das bei mir, da ich nie Sport gemacht habe, wirklich nie, Gelenke noch alle also fit. Ja? Nicht, kein Rücken? Manchmal, aber da habe ich die Bewegungen, sagen wir mal, wenn ich in mein, darf ich die Marke nennen? Jack. Ja. Wenn ich in meinen Jack einsteige, schaue ich natürlich, dass es nicht so viele sehen. Und ich steige natürlich nicht mehr so ein, dass ich so wie man einsteigt, sondern ich lasse mich leicht rückwärts reinfallen und ziehe die Beine danach. Ja? Und es gibt auch schon Vormittage, wo ich die Beine reinheben muss ins Auto. Aber das ist dann halt so. Und Bewegungen, die mir schwerfallen, lasse ich weg. Ja. Ich freue mich so, dass Sie da sind, oder? Es ist toll, dass er da ist. Wenn wir genau bei solchen Begegnungen sind, sind denn 50, 60, 70-Jährige heute fitter im Durchschnitt als vor 20, 30 Jahren oder tun sie nur so? Nee, also und selbst wenn sie täten, wäre es gut, aber nein, sie sind tatsächlich fitter, sie sind gesünder, also das ist wirklich belegt. Heute ist man mit 70 deutlich gesünder als ein 70-Jähriger vor 20 oder vor 15 Jahren. Also das ist Fakt und das ist ja auch gut so. Und das spüren wir ja auch. Oder die älter werden, die spüren, dass das 60 fühlt sich nicht an wie 60. 65 fühlt sich nicht an wie 65 oder 70 fühlt sich nicht so an. Wichtig ist aber auch, dass man wirklich, weil ich jetzt gesagt habe, selbst wenn man nur so tut, also auch das wäre gut. Also zu sagen, ich fühle mich nicht so, wie ich bin. Weil das Gefühlte Alter ist das eigentlich das wichtigere Alter als das chronologische Alter. Weil wenn ich sage, oh Gott, jetzt werde ich bald 70 und oh je. Aber wenn ich sage, oh, ja, ich bin noch mitten im Leben, ich habe noch was vor, es geht mir gar nicht um meine gezählten Jahre. Also ich muss 60 jetzt nicht groß feiern. Warum? Wenn es keinen Spaß macht oder wenn ich sage, die Jahre sind mir nicht wichtig. Wichtig ist wirklich das gefühlte Alter, so wie ich mich fühle. Deswegen ist dieser Spruch, den man so als blöd bezeichnet, jeder ist so jung, wie er sich fühlt, sagt man ja, bla bla. Nein, also das ist genau das, worum es geht. Sie haben ja gesagt, das, was Sie machen, machen Sie im Grunde Ihr Leben lang. Ja. In dieser Late-Night-Zeit haben Sie es aber im Grunde täglich ja fast gemacht. Dienstag, ja. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich stelle mir vor, dass das ein unheimlich getakteter Tagesablauf wahrscheinlich war. Wie sieht es denn heute aus? Gibt es da immer noch Rituale, wie Sie morgens aufstehen? Haben Sie immer noch so eine Taktung oder leben Sie mehr auch mal in den Tag hinein? Also ich trödel gerne rum. Mhm. Ja, ich auch wenn ich jetzt irgendwie mal in eine Stadt wie Paris oder so fahre, setze ich mich nicht im Druck aus, ich müsste was angucken. Bleibe auch mal 2 Tage im Hotel, ja, weil ich es dann da irgendwie da interessanter finde. Und ansonsten ist mein Tagesablauf eigentlich immer noch der gleiche wie zu Zeiten Sendung. Das heißt, ich stehe morgens auf und gucke als erstes mal aufs Handy, was ist los? Und dann höre ich so 2 Stunden Radio. Also ich bin eigentlich so in den ganzen Themen drin, dass ich jeden Abend eigentlich sendebereit wäre. Aber ich freue mich dann, dass ich es nicht mehr muss. Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja. Wenn jetzt jemand käme und sagt, okay, Harald, wir wollen dich Dienstag bis Freitag, du kannst dir den Ort aussuchen, du kannst dir dein Team aussuchen. Ja. Hätten Sie denn noch Lust auf die Mühle? Nein. Weil das ist ja auch oft sehr zäh. Mhm. Oft ist die Themenlage auch schwierig. Ja? Mhm. Und ich mache es für mich. Ich mache mir jeden Tag Notizen. Ich habe ja dann regelmäßige Veranstaltungen im Theater oder mit Kolleginnen und Kollegen in anderem Rahmen. Also ich kann es mir raussuchen, aber ich würde nicht mehr mich in diese tägliche Mühle begeben wollen, weil man dann auch die Sachen doch besser so in der Vergangenheit, zum Teil in der Verklärung,
lassen soll, ja. Es gibt aber, ich glaube, sehr prominente TV-Menschen, denen es nicht so leicht fällt. Also wenn die täglich auf Sendung waren, ja, täglich im Licht standen, ja, täglich der Applaus, täglich auch diese Bedeutung, die man ja vermittelt bekommt, dann vielleicht nicht mehr ganz so oft dazustehen. Haben Sie jemals sowas erlebt, dass es auch sowas wie ein Loch gab, eine Leere gab? Nein. Nein? Nee, weil ich habe ja teilweise, sprechen mich Leute auf der Straße an oder auch auf einer Rolltreppe, ja, oder im Supermarkt. Und je nachdem, wie ich gerade drauf bin, gibt es halt eine zweiminütige Privatvorstellung für den. Ja? Ja. Und dann freut er sich. Ja. Ja? Das heißt, das Material ist ja da. Mhm. Teilweise verwerte ich es auch einfach nur für mich. Oder es gibt die Möglichkeit, gewisse Sachen in Sendungen jetzt wie heute Abend unterzubringen. Mhm. Aber ich brauche es nicht, weil ich das 20 Jahre lang gemacht habe. Und dann irgendwann ist ja auch der Punkt, wo man sagt, es reicht. Sie sind ja auch viel unterwegs, Sie auch auf Traumschiffen unterwegs. Sie haben jetzt gerade auch gedreht. Wie viel Material können Sie denn da sammeln? Wie sehr bereichert Sie? Endlos. Endlos, endlos, oder? Endlos. Stell ich mir ja auch so vor. Ja, aber das geht ja morgens los. Die Passagiere sind ja sehr zutraulich. Ja. Das Erste ist die Überraschung immer, ach Gott, sind Sie groß. Ja, so. 1,94. 1,94, ja. Dann sage ich aber, nein, ich bin nicht groß, Sie sind klein. Ja, so. Das kommt und gut an. Dann habe ich dem auch schon mal geholfen. Ja. Ja. Und dann hören Sie natürlich, also wir sind jetzt zum Beispiel gefahren von Singapur bis in den Oman. Mhm. Da war ein großes Paket Indien mit dabei. Da kommen dann Leute zurück um 11:30 Uhr mittags vom ersten Ausflug. Und dann hören Sie einfach den großartigen Satz, ich kann kein Tempel mehr sehen. Ja, so. Und das ist, also wie vorstellt, ein völlig nass geschwitzter ehemaliger Leistungsträger. Ja. Und dann gibt es zwei Krisenthemen, die sich eigentlich durchziehen. Die Hitze und der Dreck. Ja. Das ist nicht respektierlich gemeint gegen unsere Freunde in diesen Ländern. Sie haben eine andere Definition von Hygiene und Ordentlichkeit wie bei uns. Apropos, ja. Sie haben mal gesagt, ich habe beim Reisen festgestellt, dass ich ein deutscher Vollspießer ja bin. Ja. Ja. Was ist denn ein deutscher Vollspießer? Naja, das sehe ich ja positiv. Also ich bilde mir nicht ein, dass ich sozusagen zu den Menschen dort Kontakt kriegen würde. Es gibt ja auch Schauspieler, die gehen sofort in die Seitenstraßen und lernen da ganz tolle. Das ist auch, ich höre von den Schauspielern, wenn sie zurückkommen, die Geschichten und übernehme sie als selbst erlebt. Ja? Also die Standardgeschichte ist, ja, du, wir haben Fischer kennengelernt. Ein ganz einfacher alter Mann, dann hat er uns mehr oder weniger zu sich nach Hause eingeladen. Der hat den Fisch direkt aus dem Meer raus auf den Grill. Das so ein Fisch. Ja? Und dann wollte der dafür 1,50 Euro haben. Und dann kommt die wichtige Passage, haben wir gesagt, hallo, geht's noch? Den haben wir runtergehandelt. Ja? Also, das heißt, man ist für Völkerverständigung und Behebung des Elends in der Welt, aber das Handeln, das wollen die so, ist ein wichtiger Satz. Ja? Ja. Du verletzt deren Gefühle, wenn du nicht handelst. Und so. Und bei mir ist es oft so, während die anderen von Tempel zu Pagoden und Pyramiden rennen, liege ich im Hotel und schaue mir sehr gerne zum Beispiel koreanische Soaps an. Ah ja. Ja, mit englischen Untertiteln und so. Sehr, sehr interessant, weil man eben so einen Einblick kriegt, wie so eine koreanische Gesellschaft strukturiert ist. Und ich habe dann auch nichts mit der Hitze zu tun. Es ist schon sehr heiß. Das ist dann auch nochmal ein wichtiger Satz. Singapur und so weiter, 75% Luftfeuchtigkeit. Wenn man dann Richtung Oman kommt, wird die Hitze trocken. Und dann kommt der Satz, die Hitze vertrage ich. Ja? Also welche Hitze darf es denn sein? Ja. Und das Material, es ist, ich bin auch fassungslos, was mir die Leute alles erzählen. Ja? Ich sage, sie wissen schon, wem sie es sagen. Ja? Ja. Das wird alles verbraten und verheizt. Aber ja, sicher, wissen Sie, und wir freuen uns, dass wir Sie hier mal treffen. Das ist nett. Im Fernsehen mögen wir Sie nicht. Ja, so. Ja. Wenn wir aber auf unser Thema Alter kommen. Ich habe vernommen, dass Sie jetzt auch den Blumen zugeneigt sind. Was ich toll finden würde, weil meine Eltern hatten einen Blumenladen. Ist das so? Ja. Weil? Mhm. Ich weiß nicht, ich finde also Schnittblumen toll. Ja? Ich bewundere auch sehr, was Floristen können.
Gibt ja tolle Sträuße und nicht so tolle Sträuße. Mhm. Sehr oft ist ja so ein schnell an der Tanke mitgenommenen Strauß zum Familienjubiläum, an das man sich noch rechtzeitig erinnert, besser zusammengestellt als irgendwas sehr Ausführliches. Aber ich bin großer Fan von Blumensträußen. Sie haben auch gesagt, Blumen sind der Inbegriff der Sinnlosigkeit jeglicher Aufregung. Ja. Ja, also kommt ein fantastischer Blumenstrauß, der ist toll zusammengestellt. Und dann können Sie darauf warten, bis die ersten Blätter fallen. Ja, und das ist ja jeder, der Rosen zu Hause oder im Garten hat, weiß ja, gerade schon erblüht, schon verwelkt. Wäre auch mal ein Thema fürs Nachtcafé. Ne? Eben erblüht, schon verwelkt. Könnte ich auch Gäste vorschlagen. Ja, so ein bisschen ist das ja auch unser Thema heute. Eigentlich schon. Ja. Eigentlich schon. Ich bin für den zweiten das Teil. Ist, ja. Das ist jetzt ja ein sehr schönes Bild. Es gibt ja auch dieses andere Bild von die Einschläge kommen näher. Ja. Das ist ja eher bedrohlich. Ja. Ist nicht fast schon eine Kriegsmetapher, oder? Es ist eine Kriegsmetapher, aber das ist so. Ja, es gibt ja diese medizinische Weisheit, wie ist das erste Symptom für plötzlichen Herztod? Plötzlicher Herztod. Und das muss man wissen. Ja, also diese Sache, ich schieb das raus, wir wollen in 10 Jahren mit dem Mountainbike über den Nanga Parbat fahren und so. Das könnte schief gehen. Stichwort Arterie, Plack, rückwärts fahrende Beitrittskandidatenländer auf der Autobahnausfahrt. Also da ist vieles, was das Schicksal an Karten bereithält. Und deswegen finde ich, man muss es immer machen. Ja? Mhm. Und ich selber bin, glaube ich, ziemlich befreit mittlerweile vom Ehrgeiz. Ja, also die Liste dessen, was mir poetisch gesagt am Arsch vorbeigeht, wird täglich länger. Und das hilft. Ja. Und dieses Thema, was ja da drin steckt, dass wir uns alle irgendwann verabschieden müssen. Ja. Ist das etwas, das Sie umtreibt oder sagen Sie, ach, ich lasse es auf mich zukommen? Nee, das finde ich toll. Da rede ich auch mit meinen Kindern drüber. Das ist immer sehr, sehr, sehr lustig. Mhm. Ja. Sollte man gar nicht vermuten bei dem Thema. Doch, ja, natürlich, aber es ist ja bekannt. Ja, ja. Ab der Geburt läuft die Uhr. Mhm. Ja, und es ist ja wirklich bekannt. Man weiß ja nicht, wie man abberufen wird. Ja, es kann ja auch eine unglückliche Pizza sein oder was. Gibt es denn bevorzugte Todesarten für Sie? Wenn man sich's raussuchen könnte, würde ich schon sagen, das ist jetzt auch schon eine schöne Passage, die für den Nachruf. Kurz und schmerzlos. Ja. Aber man, wie gesagt, das Glück ist, man weiß ja nicht, wie es eintrifft. Ne? Ja, wenn wir übers Alter reden und Glück und Unglück, dann kommen diese Themen ja automatisch auf. Ich kenne zum Beispiel auch aus meinem Bekanntenkreis ziemlich viele Leute, die sich Gedanken machen, wie wird meine Beerdigung aussehen? Ja. So, und die dann planen. Sind Sie so ein Typ, der Einfluss nehmen will, der sagen will, das Programm sollte so aussehen und der sollte reden und diese Musik sollte gespielt werden? Aber das wird vielleicht unsere Psychologin helfend stützen können. Ich habe mal gelesen, das wäre die Endstufe der Neurose, dass man sich über die eigene Beerdigung Gedanken macht. Ja? Also das über den Tod hinaus noch mitreden wollen, ist das so ein Trend oder was ist das? Das sind die Menschen, die Kontrolle behalten wollen und eigentlich auch die Kontrolle über den Tod. Also wenn du schon kommst, lieber Tod, dann will ich dich wenigstens kontrollieren. Also ich will jetzt nicht sagen, ob es eine Neurose ist. Es ist einfach, die Beschäftigung damit kann auch ein bisschen die Angst vertreiben. Also wenn ich mich, das Umgekehrte wäre ja, das gibt es ja auch sehr häufig, man darf nicht drüber reden, man darf überhaupt nicht dran denken, ach nein, ich will doch nicht wissen, wenn man dann sagt, ja, wie willst du denn beerdigt werden, will ich nicht wissen. Das ist dann Verdrängung und das wissen wir ja auch, wir Psychologen, Verdrängung kann manchmal ganz sinnvoll sein, aber eigentlich ist es etwas, was uns dann schon verfolgt und belastet. Und insofern ist es fast besser, man beschäftigt sich damit und sagt, es wird kommen, also werde ich es mitgestalten. Mhm. Gerade bei Prominenten ist es ja häufig so, dass zum Beispiel eine lange, erfolgreich verheimlichte Tochter dann an den Sarg stürmt mit einer Wandergitarre und 14 Strophen von Amazing Grace singt. Ja, so. Das haben wir ja alle schon erlebt. Ja. Und für mich gibt es zwei Top-Beerdigungen. Die absolut beste Beerdigung, die ich jemals gesehen habe, war Elisabeth II. Von England. Ja, das war, also habe ich alles gesehen, stundenlang, war sensationell.
Und was ich auch toll fand, Johannes Paul II., noch organisiert von Professor Ratzinger. Mhm. Ja, bei ihm selber hatte ich dann schon so Schwierigkeiten, da habe ich dann gesehen in der Tagesschau, wie der Sarg zugeschweißt wurde. Mhm. Ja, da hätte ich mir gedacht, dass man dieses Bild vielleicht doch lieber... Too much information. Ja, nicht zeigt und so, aber im Grunde ist das... Gibt es auch Beerdigungen, die auf keinen Fall, wie Sie sie auf keinen Fall, ich meine, erleben ist dann wieder so ein relativer Begriff. Also, wie gesagt, das müssen die Angehörigen, das müssen die für sich regeln. Ja, aber ich sehe das ja oft, also zum Beispiel, ich werde oft auf Beerdigungen, da verlange ich auch bald jetzt Honorar, eingeladen, weil ich der Einzige bin, der das Vaterunser kann. Ja. So, also wenn überhaupt noch ein Priester oder sowas Ähnliches dasteht. Ja. Ja. Und dann stelle ich fest, dass häufig auf Beerdigung geweint wird, und zwar über sich selbst. Mhm. Also weniger über den Hinterbliebenen, sondern über sich selber. Mein Gott, ich weiß auch gar nicht, was wir machen, die ganzen vollen Schubladen und so weiter. Die PIN kenne ich auch nicht. Und Das ist aber so unterschiedlich. Das muss, es hängt auch sehr stark damit ab, ob jemand zum Beispiel in irgendeiner Form gläubig ist. Ich glaube, 30% der Menschen, die im Krankenhaus sterben, gehen direkt in mehr oder weniger ein anonymes Grab ohne irgendwas, weil auch niemand mehr da ist, der sich kümmert. Und für viele Leute ist auch echt das Geld ein Thema. Ja, also absolut. Die Urne muss heutzutage ja auch umweltverträglich sein, die muss sich auflösen nach ziemlich kurzer Zeit. Verstreut werden ist in Deutschland nicht erlaubt. Und eine Zeit lang dachte ich, eine Seebestattung wäre toll, weil ich so die Piratenvorstellung hatte, in Leintuch eingewickelt, die Holzpritsche runter und alles salutieren. Aber es ist irgendwie so ein Schiff an der Nordsee und es ist genau festgelegt, wo die Urne rein muss. Also wenig romantisch, ja. Nee, also einfach Kölner Dom oder so, irgendwas Einfaches. Es gibt ja... Kein Aufwand, bitte. Kein Aufwand. Es gibt ja im Leben, also auch im Alter, dann irgendwann den Wunsch, auf die wirklich wichtigen Themen zu kommen. Ja. Und Sie haben vor kurzem in einem viel beachteten Interview gesagt, dass Sie sich länger überlegt haben, mehr über Strümpfe und Socken zu reden. Ja. Ist das ein unterschätztes Thema dieser Zeit? Ich finde ja. Also wie gesagt, wir haben das ja schon vorhin im häuslichen Kreis, als wir uns ein bisschen kennengelernt haben, gesagt, das erfolgreichste Thema bei mir momentan auf der Bühne ist das Thema Schnarchen. Schnarchen? Ja, Schnarchen. Ja. Weil einfach, ja nicht, und viele Ehefrauen wollen mir Teile ihres Erbes schon zu Lebzeiten überschreiben, weil ich dieses Thema, sagen, sie wissen gar nicht, wie sie mir aus der Seele sprechen. Ja? Das ist ja nicht nur das Schnarchen, sondern der sogenannte Atemaussetzer. Ja. Dass die Gattin, die lange Zeit, viele Jahrzehnte die Treue gehalten hat, Abend für Abend sagt, kommt der Alte nochmal zurück. Ja? Und das ist, ich war auch mal im Schlaflabor, bei mir ist der Rekord des Atemaussetzers 27 Sekunden. Also, oh. Ich kürze das jetzt hier ab. Ich kürze es ab. Ja. Aber die Verwandten stehen schon drumherum und sagen, komm, hol mal die Karte. Ja. Und dann, ich bin wieder da. Ja. Und das ist, und Strümpfe, weil ich habe jetzt festgestellt, ich weiß nicht, ob es jetzt funktioniert. Bei mir ist es dann, wenn ich aufstehe, jetzt geht es, bleibt teilweise die Hose hängen an den Strümpfen. Das ist bei mir auch so. Ist bei Ihnen auch so. Ja, absolut. Ja. Und dann habe ich aber, da ich immer ein Mann des Volkes geblieben bin auf der Bühne, bin ich dazu übergegangen zu sagen, die Leute lachen und sagen, ja, das ist, ich arbeite dran. Es ist aber genauso, wenn auf einem längeren Flug die Stewardess die Bettdecke über mich breitet, dass da die Bettdecke auf den Strümpfen hängen bleibt. Und dann sind die Leute irritiert und sage ich, entschuldige, wie ist denn bei euch hinten im Flieger die Stimmung? Und dann merken die Leute wieder, dass ich nie den Kontakt sozusagen zum Publikum und zu den Wählern verloren habe. Und dann stellt es auch so eine Form von Gemeinsamkeit her. Aber Strümpfe sind ein großer, ich könnte jetzt, bin süchtig nach einer Marke. Ich nenne die aber nicht. Ja? Das ist gut. Da gibt es aber verschiedene Modelle. Das eine heißt so wie ein großartiger spanischer Fußballspieler, der bei Liverpool ist. Ja? Das andere heißt wie Flughafen auf Englisch. Manche sind nummeriert und so weiter. Und das ist je nach Laune, ziehe ich dieses Strümpfe-Modell an. Ich habe auch sehr teure Strümpfe, die ich bewusst anziehe, wenn ich mal 4 Stunden durch eine große Stadt laufe, weil die sind dann unten löchrig.
Was sagt denn der Strumpf über den Träger? Naja, dass es keine wichtigeren Probleme gibt. Ja? Also das heißt einfach, lass uns über Socken reden. Das heißt, ich trage ja schon überhaupt Strümpfe. Der deutsche Mann ansonsten trägt ja gerne, also gerade hier in Baden-Baden, Stuttgart kennt man das auch, der deutsche Mann, der auf Italiener macht. Ohne Socken rein in die braunen Slipper. Ja, genau. Das ist, möchte ich abends nicht riechen. Oder man trägt Füßlis. Füßlis? Ja, das sind so kleine Socken. Ach ja, diese. Ja, genau. Oder man trägt natürlich Sportsocken mit Werbeaufdruck. Ja, also da sehe ich sehr vieles. Was ich sehr, sehr gerne sehe auf Flughäfen, sind Leute, die so tun wollen, als wären sie in englischen Elite-Internaten gewesen, Eton oder so, und die dann zum Beispiel so türkisfarbene Strümpfe tragen oder weinfarbene, ja, also wo man so versucht, so einen Hauch von englischer Skurrilität anzutäuschen, die aber nicht erlernbar ist. Mhm. Und sowas, also eigentlich beschäftige ich mich hauptsächlich damit, auf Socken zu gucken, ja. Oder auf Strümpfe, ja. Ja. Wenn unser Leben so ein 400-Meter-Lauf wäre, also einmal eine Runde um Platz, wo sehen Sie sich da? Sehen Sie sich so in der zweiten Runde, in der zweiten oder auf der... Ganz klar auf der Ehrenrunde. Auf der Ehrenrunde. Das ist so. Lassen Sie sich doch mal feiern. Wenn man mal feiert, ja. Ganz wichtig, ich hänge auch jede Fahne um, die man mir hinhält. Und für die Lokalpresse beiße ich auch in eine Medaille. Ja, weil das würde mir fehlen, das wissen Sie als langjähriger Sportreporter, dieses in die Medaille beißen. Das ist Gott sei Dank bei allem, was man uns nimmt, das ist geblieben. Ich bin ganz klar auf der Ehrenrunde. Und was ist Ihnen wichtig auf der Ehrenrunde? Was möchten Sie da mitnehmen? Ja, na gut, dass man das ganze Repertoire abzufeiern. Mhm. Nochmal zu winken. Ja, das Trikot einem langjährigen Fan zuzuwerfen, vielleicht Küsschen geben mit jemandem, der auf Krücken am Rand steht, Kinder an sich drücken, die einem zugereicht werden, was man halt so macht auf der Ehrenrunde. Ja. Ganz wichtig, nichts gespielt, alles ehrlich. Ja, sonst. Schön, dass Sie im Nachtcafé sind. Harald Schmidt. Bei Ihnen ist es nun offensichtlich nicht der Fall, dass er in irgendeinem Loch steckt oder so. Aber wie viele kommen zu Ihnen, die im Alter in so ein Tief rutschen, die so eine Leere spüren, in ein Loch fallen? Ja, das kommt immer auch eigentlich in so Lebensübergänge. Ne? Mhm. Also das habe ich jetzt mit Interesse gehört, dass da eigentlich kein Bedauern ist, dass da bestimmte Dinge weggefallen sind oder die Anerkennung ist ja noch da. Also bei manchen Menschen aber fällt sie weg. Also wenn der Beruf aufhört, auf einmal ist niemand mehr da, der sagt, hast du toll gemacht oder wo man seine Wertschätzung halt herkriegt. Und das ist so eine Hürde oder sagen wir mal so ein Loch, keine Hürde, ein Loch, wo Menschen dann sagen, was ist jetzt, wer bin ich denn noch? Also früher hat man sagen können, ja, ich bin Filialleiter oder ich bin Abteilungsleiterin von und was und bin ich jetzt? Alle wollten was, die E-Mails kommen, jeder wollte die Anfragen was, und ja, so und auf einmal man sind die war, nicht mehr da. Wenn man sich so definiert hat über den Beruf, dann ist da schon eine Delle und dann kommt so die Sinnfrage. Dann fallen viele Leute in so einen Aktionismus. Also sie machen alles Mögliche, Sprachkurs, Nähkurs. Sie fahren in der Weltgeschichte rum, weiß ja nicht, ja, macht ja nichts, ne? Kann man mal am Traumschiff auch machen. Aber es bleibt trotzdem sinnlos. Also das habe ich vorhin auch im Kopf, wie Sie das so sagten. Naja, es ist so eine gewisse Sinnlosigkeit da. Und das ist es eigentlich. Ne? Also was ist der Sinn meines Lebens, wenn ich so rausgeworfen bin aus dem, was bis jetzt mich ausgemacht hat. Das können ja Beziehungen sein, das können auch Partnerschaften sein. Natürlich. Und Frau Zimmerling, Sie sind heute 79, haben wir festgestellt. Noch 79. Noch 79. Betonung auf noch. Wann ändert sich das? Im September. Im September. Ja, da werde ich 80. Ja. Und ich kann es selbst nicht glauben. Ja. Nee, mir geht es jetzt besser als noch vor Jahren. Das hört sich doch gut an. Und natürlich nicht gesundheitlich, das sind viele Wehwehchen. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass Sie ein neues, großes Glück gefunden haben. Ja. Sie sind verliebt, es hat richtig gefunkt. Waren Sie denn darauf vorbereitet? Ich muss dazu sagen, nach meiner Scheidung bin ich in ein ganz tiefes Loch gefallen. Sie waren zweimal verheiratet mit dem zweiten Mann, 31 Jahre. Richtig. Mhm.
Und da hat mir eine Bekannte erzählt, dass sie bei feierabend.de eine wunderbare Community gefunden hat, mit denen man viel unternehmen kann. Unglaubliche Fahrten machen oder Tagesfahrten oder auch in Kreise kommen, wo man sich einfach nur unterhält oder essen geht. Also so freundschaftlich, gute Bekanntschaft. Ja, ja. Und ich wollte, weil ja, wie gesagt, meine ganzen Freundschaften weggebrochen sind nach der Scheidung, da wollte ich nicht in dieses tiefe Loch fallen, sondern ich wollte einfach mir einen neuen Kreis suchen. Und dann haben Sie sich bei diesem Online-Portal angemeldet? Und zumal man mir, das muss ich noch dazu sagen, zumal man mir gesagt hat, das ist keine Partnerbörse, sondern es geht nur darum, dass man als Senior, speziell als Senior, nicht mehr alleine ist, sondern sich anderen anschließen kann. Und vor gut 2,5 Jahren haben Sie dann ein Profil gesehen. Das Profil von Werner, kann ich schon sagen. So ist es. Was ist Ihnen denn an diesem Profil, vielleicht auch an dem Foto, aufgefallen? Na, erstens mal das T-Shirt. Das T-Shirt? Er hatte Nein, das ist es. Da hat er ein türkisfarbenes T-Shirt an. Ja. Und ich fand es so klasse, dass jemand in diesem Alter sich traut, so eine Farbe anzuziehen. Ja. Heutzutage sind sie doch alle in dunkelblau, schwarz oder grau. Und das Buch in der Hand? Ja, und das Buch in der Hand. Und das gefiel mir. Und dann habe ich eben sein Profil durchgelesen bei Feierabend. Und da standen so witzige Sachen drin. Unter anderem, meine Faulheit lässt mir keine, wie nochmal, sag du mal. Also er ist übrigens auch da. Herzlich willkommen, Werner. Meine Faulheit lässt mir keine freie Minute. Genau. Okay. Und daraufhin habe ich ihn angeschrieben, so ganz flapsig einfach. Und da entwickelte sich so ein nettes Hin und Her. Wir haben uns wirklich einen Ball andauernd zugeworfen. Naja, und man hat dann schon drauf gewartet, wann schreibt er wieder. Ja, und, also da war dann schon auch ein bisschen mehr als so freundschaftlich, bekanntschaftliches? Nein, das kann man noch nicht sagen. Ich kannte ihn ja noch nicht. Ja, ja. Nein, das war einfach nur, es hat Spaß gemacht, sich mit einem intelligenten Mann zu messen. Und humorvoll auszutauschen. Aber natürlich, natürlich. Ja. Ja, und irgendwann war es dann halt so weit, dass er mich kennenlernen wollte. Ich ihn natürlich auch. Und da gab er mir seine Telefonnummer. Und das fand ich schon ganz großartig, weil der Mann nicht mich gefragt hat, gibst du mir deine Nummer? Sondern er hat mir seine gegeben und gesagt, wenn wir uns weiter unterhalten wollen, dann doch bitte nicht mit dem Computer, sondern ruf mich doch mal an. Und? Und das habe ich gemacht und das war noch schöner als zu schreiben. Außerdem konnte ich mich dann bequem auf meine Couch setzen, Beine ausstrecken und so. Ja, und das ging dann so weit, irgendwann wollten wir uns natürlich sehen. Also nicht nur telefonieren, sondern auch richtig, sehen. Richtig. Und wo? Das Schöne ist ja nur, bei diesem Profil in Feierabend gibt man nur den Vornamen an und welche größere Stadt in der Nähe des eigenen Wohnorts ist und sonst nichts von einem selbst. Ja. Und das fand ich auch so schön. Ja, und dann stellte sich heraus, als wir uns treffen wollten, wir wollten uns in Frankfurt in einem Café treffen. Ja. Und dann habe ich so nebenbei gefragt, und wie kommst du eigentlich nach Frankfurt? Und er sagte, ach, ich habe die Möglichkeit mit 2 S-Bahnen und einem Zug. Na, da musste ich natürlich lachen, habe ich gesagt, komisch, ich auch. Und er stellte sich doch am Bahnhof raus, wir wohnen im gleichen Ort. Also, das war irre. Also, und wie war das dann? Haben Sie sich dann am Bahnhof zum ersten Mal gesehen? Zum ersten Mal gesehen und da war ja noch Corona. Ja. Wir hatten beide eine Maske auf, wir gingen zielsicher aufeinander zu, haben die Maske abgenommen, wir wussten, es ist es. Ach. Ja, und... Also, was heißt es genau? Wir wussten, es ist es? Wir wussten... Er ist es und er ist sympathisch und da halte ich mich jetzt ran, so ungefähr. Und sind Sie denn dann noch in das Café gegangen? Ja, wir sind nach Frankfurt gefahren und wir haben geschwätzt und geschwätzt und geschwätzt. Jeder wusste, was zu sagen.
Und das wurde immer schöner. Mhm. Naja, und es hat dann ein bisschen gedauert, bis er mich besuchen durfte. Ja. So schnell bin ich da nicht. Aber ja, als er das erste Mal da war, habe ich ihm gezeigt, wie gut ich kochen kann. Mhm. Und wir haben auch den gleichen Weingeschmack. Mhm. Ja. Und dann waren sie irgendwann zusammen. Das ist erstmal eine tolle Geschichte. Das muss man loswerden. Was war denn das, jetzt haben wir so schön die eine Seite gehört, was war denn das, was sie an ihr angesprochen hat? Wie würden Sie das beschreiben? Ja, einmal ihr Profilbild. Auch das Profilbild? Ja, okay. Vor allen Dingen mal, als ich sie am Bahnhof zum ersten Mal gesehen hatte, dann hatte sie mehr als 100 Pluspunkte, denn sie sah ihrem Profilbild ähnlich. Sie war das. Da war kein Schummel drin. Das war sie. Und da dachte ich, guck mal her, das ist schon sehr ehrlich und gut. Und so gefallen hat sie mir natürlich auch. Haben Sie denn dann außer Wein und Gemeinsamkeiten noch weitere Verbindungen dann auch entwickelt? Also, oder auch neu entdeckt? Aber natürlich. Ja, welche denn? So? Das heißt, wir haben zwar unsere Wohnungen beibehalten. Jeder hat seine eigene Wohnung. Ja. Wir besuchen uns oft. Natürlich auch mit Übernachtung. Er kann ja nicht immer nach Hause gehen, wenn er was getrunken hat. Mhm. Ne? Ist ja ganz klar. Mhm. Und dann habe ich auch Kontakt zu seiner Familie bekommen. Ich wurde wunderbar aufgenommen. Also sowas Herzliches, muss ich schon sagen. Obwohl seine Frau war ja kurz vorher erst verstorben. Keiner hat irgendwie ein negatives Wort gesagt, gar nichts. Das war also ganz toll. Naja, und von meiner Familie wurde er genauso liebevoll aufgenommen. Wissen Sie heute besser als früher, was Sie auch wollen in der Partnerschaft? Weil Sie sagen, wir leben zum Beispiel in zwei Wohnungen. Sagen wir mal so, man entwickelt im Laufe der Jahre doch einige für den anderen negative Seiten. Ich kann es mir zwar bei mir nicht vorstellen, aber es ist halt so. Können wir uns alle nicht. Und man hat dann so sein Ritual. Zum Beispiel morgens, wer geht zuerst ins Bad und so weiter. Mhm. Frauen bleiben ja meistens etwas länger im Bad als Männer. Und ich hatte Angst, ehrlich gesagt, dass er irgendwann schnarcht. Sind wir wieder beim Thema. Ja. Mhm. Aber er schnarcht nicht. Ist das nicht toll? Jetzt haben Sie völlig umsonst die beiden Wohnungen. Nein, ich finde es schöner, wenn man den anderen besucht. Das ist immer etwas Besonderes. Mhm. Entweder serviert ihm seine heißgeliebten Brioche, die kann keiner so gut wie er. Ja, oder er ist bei mir zum Essen eingeladen und da sagt er auch immer, es schmeckt ihm. Wissen wir im Alter manchmal besser, was wir wollen in Beziehung? Ja, im Idealfall schon. Also wir lernen ja und entwickeln uns über die Zeit und auch ältere Menschen sind in der Entwicklung. Und gerade was Partnerschaften angeht, man wird weiser. Also im Idealfall wird man weiser und weiß, wo man Fallstricke vermeiden kann, wo man wirklich gelernt hat. Also wie Sie sagen, also morgens das Ritual, wenn dann der andere sagt, kommst jetzt endlich aus dem Bad oder so. Man kann Konflikte vielleicht aus dem Weg gehen. Ja. Man weiß, oder man wird ja auch ein bisschen geduldiger dann auch mit dem anderen. Man weiß, man kann den anderen nicht verändern. Mhm. Und das glaubt man ja früher schon. Also in früheren Beziehungen glaubt man immer noch schon, naja, irgendwann habe ich dich so weit und dann bist du so, wie ich dich haben will. Das wäre für mich zum Beispiel entsetzlich, wenn ich meinen Partner so formen will, wie ich das gerne hätte, dann würde er mir doch nicht mehr gefallen. Es muss doch so ein bisschen kribbeln noch. Absolut, absolut. Wenn Sie auf einem Traumschiff sind und nicht gerade eine koreanische Serie angucken, werden Sie da auch manchmal Zeuge von neu entflammenden Beziehungen im Alter? Ja, auch zum Beispiel, also direkt der Begriff der lustigen Witwe wird dort neu belebt, weil ich es schon erlebt habe, dass Frauen schwerst geknickt an Bord kamen, weil man die Reise noch zu zweit geplant hat und dann sagt der Schicksal, leg den Hobel hin und sagt der Welt Ade und dann höre ich mir natürlich das an. Man trifft sich dann meistens an Deck, bevor das Schiff ausläuft, zu einem Kaffee oder so und dann höre ich das und so.
Und dann sage ich, ja, ich finde das toll. Und alle Freunde haben mir zugeraten, die Reise zu machen. Und 4 Tage später sehe ich eine verwandelte Person bei einer Veranstaltung, die läuft zum Beispiel unter dem Titel Rock am Heck. Ja? Denn man darf ja nicht vergessen, Mick Jagger ist so alt wie die Passagiere. Ja? Ja, also die Rolling Stones werden alle 80. Ja? Stimmt, ja. Und das ist wirklich, man hat das Gefühl, man ist in Lourdes. Rollstühle fliegen über Bord. ja. Und da sehe ich Frauen, dann sehe ich diese Frauen wieder am Leben teilnehmen in einer Form, wo ich sage, kann wunderbar, hätte ich nicht für Möglichkeiten. Gehe dann noch mal hin und sage, ich finde die aber toll, wie positiv die Reise. Und sie sagt, ja, aber sie ist auch stimuliert worden, denn die Wände sind sehr dünn auf dem Schiff. Und was sie links und rechts in den Kabinen hört, da hat sie für sich auch gesagt, das Leben geht weiter und kann mir ja nur Glück wünschen. Ja? Aber das ist, man darf sie nicht hängen lassen, ja? Oder? Ich meine, Sie haben ja selbst von dem Kribbeln geredet. Ja. Jetzt kommt hier so dieses entfesselte Gefühl dazu vom Rock am Heck. Wie wichtig ist bei Ihnen denn Sexualität auch in der Beziehung? Ja, glauben Sie, was Spaß macht, will man nicht mehr haben? Ja, Sie haben völlig recht. Sie haben völlig recht. Man macht dann zwar nicht mehr solche Turnübungen, ist ja ganz normal, aber... Also die kleinen Gesten, die Zärtlichkeiten kommen auch noch hinzu? Das auch. Ja. Kennt Verliebtsein, kennt auch Erotik, kennt eine Altersgrenze? Kennt keine Altersgrenze. Das hängt schon von einem selber ab. Also natürlich Gesundheit und wie ich mich fühle. Also, und auch von meinem Selbstbild. Also das ist übrigens sehr, sehr wichtig. Also was habe ich für ein Selbstbild von mir? Wie oft höre ich von Frauen, die mitten im Leben stehen, sage ich mal, die sind vielleicht 60, die Wechseljahre gerade vorbei und sagen, ja, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, ich mag mich nicht zeigen. Also dem Ehemann, den man schon sehr lange kennt, will man sich auch nicht zeigen. Das behindert und da behindert man sich selbst. Aber Sexualität verändert sich natürlich im Alter. Man macht keine Turnübungen mehr. Aber man macht viele schöne andere Dinge, die vielleicht sogar noch schöner sind als die Turnübungen. Vor allen Dingen zärtlicher. Mhm. Inniger, zärtlicher. Ja, absolut. Mhm. Wenn Sie jetzt so in die Zukunft sehen, was haben Sie vor? Oh, wir haben viel vor. Ja, erzählen Sie mal. Ja, ja. Also ich fahre jetzt zum Beispiel nächste Woche mit 3 Freundinnen wieder nach Sylt. Mhm. Ein bisschen länger sogar. Frauenausflug. Ja, ja. Wir sagen immer Mädelsausflug. Ja, Mädelsausflug. Mhm. Und wir sind alle ungefähr so ein Alter. Ja. Und das finde ich so schön. Die habe ich übrigens genau über Feierabend kennengelernt. Mhm. Das ist so eine tolle Gemeinschaft geworden. Mhm. Und wir machen im September, anlässlich meines Geburtstags, fahren wir wieder in mein Lieblingsland, nach Italien. Weil da habe ich eine Zeit lang sehr lange gelebt, von März bis Oktober. Ich hatte damals einen Partner, der hat dort ein Haus und das haben wir ausgenutzt. Dann wünschen wir Ihnen beiden ganz viel Dolce Vita, eine wunderbare Zeit mit Ihnen, ja, wirklich für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Ja, danke, dass Sie da sind. Sie haben ja gesagt, das ist toll. Die Frage ist der Sinn. Ne? Gibt es allerdings auch viele Menschen, die sich zurückziehen, also die auch einsamer werden im Alter? Ja, Einsamkeit ist ein großes, großes Thema. Mhm. Weil entweder gehen Beziehungen auseinander oder der Partner oder die Partnerin stirbt. Freunde gehen weg oder sie lösen sich auch auf, Freundschaften, und Einsamkeit ist ein großes Thema, auch Depression, was dann daraus folgt. Also das ist schon ein häufiges Thema, mit dem auch ältere Menschen dann kommen und Hilfe suchen, Gott sei Dank. Viele gehen zum Hausarzt oder glauben, dass es irgendwas Organisches wäre und kommen gar nicht auf die Idee, dass es auch psychisch sein könnte. Und das ist bei älteren Menschen häufig der Fall. Mhm. Also kann ich nur plädieren, also auch mal dran zu denken, sich auf diese Weise Hilfe zu holen, auch Gespräche zu suchen, also die Einsamkeit nicht einfach hinzunehmen, sondern was dagegen zu tun. Ja. Frau Wittenberg, auch Sie hatten Glück in der Liebe. Sie haben vor 13 Jahren Ihren Mann kennengelernt. Allerdings hat er vor 4 Jahren, wurde bei ihm eine schwere, unheilbare Krankheit diagnostiziert, ALS. Das ist eine Nervenkrankheit.
Und im letzten Jahr ist Ihr Mann verstorben. Mhm. Wenn Sie ihn uns noch mal beschreiben würden, wie er aussah, als Sie ihn kennengelernt haben, was er so für ein Typ ist, wie würden Sie uns Ihren Mann beschreiben? Ja, von der Größe her dem Herrn Schmidt sehr ähnlich. Mhm. Er ist 1,92 gewesen. Ja. Sehr, sehr sportlich, also durchaus sportlich. Von Fitness, Tanzen, Wandern, Skifahren, Segeln war alles dabei gewesen. Also sehr sportlich. Sehr, sehr sportlich. Haben Sie einige Hobbys geteilt auch? Ja, für das Segeln konnte er mich sehr schnell gewinnen. Er hat gesagt, sein Segellehrer hat immer gesagt, wenn du eine Frau kennenlernen willst als Segler, geh mit ihr eine Woche auf See. Und das war unser oder mein erstes Segelerlebnis. Und ja, wir sind zusammengeblieben, auch nach dem Turn. War er denn das, was man eine große Liebe nennt? Ja, allein schon von seiner Größe. Die große Liebe, ja. Ich habe ihn sehr, sehr mögen und denke auch immer sehr gerne an ihn. Und welche Pläne hatten Sie denn? Sie sind zusammengekommen. Wie haben Sie sich so Ihre gemeinsame Zeit vorgestellt, wenn Sie älter werden? Mein Mann hatte eine wesentlich konkretere Vorstellung von der gemeinsamen Zeit mit uns, wenn er in Pension ist, als ich sie hatte, weil ich bin einige Jahre jünger als er und gehe dadurch natürlich auch später in Pension. Das hat zur Folge, dass ich mir natürlich so detaillierte Gedanken auch nicht gemacht hatte. Mhm. Aber er war schon so ziemlich strukturiert und hat gesagt, das will er dann so machen, den Alltag und mir die ganzen Arbeiten wegnehmen. Er möchte mit mir den Feierabend genießen, was unternehmen und möglichst oft segeln gehen, wandern. Also das waren die Pläne? Ja, das waren die Pläne gewesen. Hat er viel gearbeitet? Sehr viel gearbeitet, ja. Also hat große Projekte geleitet. Er hat leidenschaftlich gearbeitet und wollte auch eigentlich bis zum Schluss arbeiten, aufgrund dessen, dass ich so viel jünger bin. Also 9 Jahre sind wir auseinander. Und er hat gesagt, was mache ich die ganze Zeit zu Hause? Haben Sie denn auch viel Leichtigkeit, viel gemeinsame Zeit gehabt? Oder? Oh ja. Ja, durch das Tanzen allein schon und das waren also die geteilten Hobbys und Interessen, die wir hatten, auf jeden Fall. In welcher Situation haben Sie denn diese Diagnose, also hat Ihr Mann diese Diagnose erhalten? Waren Sie beim Arzt oder was war das? Ja, er hatte Beschwerden gehabt, also aufgrund der Größe ist er immer auch leicht nach vorne gefallen. Nur das, sich da auszubalancieren bei dieser Krankheit war unheimlich schwer für ihn gewesen. Und irgendwann war nicht nur das Ausbalancieren für ihn schwierig, sondern auch das Zuknöpfen der Hemden. Mhm. Und ein Arzt hat ihm gesagt, dass das sich nicht so gut anfühlt und er sollte zu einem Neurologen gehen. Wir haben ein paar Neurologen aufsuchen müssen und dann stand die Diagnose fest. Ja. Sie haben auch an einem Krankenhaus gearbeitet. Mhm. War Ihnen gleich klar, was das bedeutet? Nein. Nein, also ich habe in der EDV gearbeitet und konnte auch nachschauen in seinem Befund, welche Verdachtsdiagnose vorliegt und habe das erst gar nicht verstanden. Es stand nur Verdacht und habe gedacht, da fehlt ja noch was, da fehlt noch was. Und dann habe ich ja mal nach mehrmaligen Überlesen festgestellt, das heißt ja MND, Motoneuronerkrankung. Gegoogelt, war ich happy, kein Krebs, super, Tumor, nichts, null. Und dann wurde mir bewusst, was das bedeutet aufgrund des Gehundes. Ich habe gedacht, oh je, mir wurde richtig schwindelig in meinem Bürostuhl und gesagt, wie bringe ich ihm das bei? Ich meine, ich darf es ihm sowieso nicht sagen, wenn, dann muss das ein Mediziner machen, also der behandelnde Arzt auch. Und ich habe es auch nicht gesagt, aber ich habe ihn angeraten, vielleicht auf die letzten 5 Monate Arbeit bis zur Pension doch zu verzichten. Ja, das habe ich ihm schon nahegelegt. Also Sie wollten schon mehr Zeit. Bereuen Sie das im Nachhinein, dass Sie nicht noch mehr Zeit auch frei von Arbeit mit ihm hatten? Das ging ja gar nicht. Er hat schon sehr, sehr leidenschaftlich und gern gearbeitet und war ein absolut pflichtbewusster Mensch. Wie hat er dann die Diagnose aufgenommen? Gar nicht. Was heißt gar nicht? Ja, er war eigentlich relativ bis zum Schluss ein Diagnosenverweigerer. Und letztes Jahr im Frühjahr war es so weit gewesen. Dann bin ich morgens eben an seinem Bett und ganz genau mal gefragt, wie geht's dir, wie hast du geschlafen? Und dann hat er gesagt, schlecht, ich habe ALS. Da habe ich gesagt, wow.
sei da jetzt ausgesprochen, ich habe ALS. Und er hat also wirklich, wirklich lange gehadert oder er hat es ignoriert und negiert. Ja? Er kam damit überhaupt nicht zurecht, dass ein so selbstbestimmter Mensch durch eine Diagnose ja, einfach den Boden unter den Füßen verliert. Ja. Sie sagen es ja, das ist ja eine Nervenkrankheit, die nach wenigen Jahren in der Regel zum Tod führt. Mhm. Er kam damit nicht zurecht, was diese Krankheit mit ihm gemacht hat. Wie schnell hat er abgebaut? Sehr schnell. Sehr schnell. Also am Anfang hat... Also... wie soll ich das in Zeit... dieses Aufrechtstehen und die Motorik von den Händen, das wurde natürlich alles entsprechend schlechter. Und es gab dann auch irgendwann die Möglichkeit nicht mehr, dass er gehen konnte. Das heißt, letztendlich haben wir Hilfsmittel benötigt. Mhm. Ja, und ich musste Überzeugungsarbeit leisten, diese Hilfsmittel auch in Anspruch zu nehmen. Wie war das für Sie, das mitzuerleben? Anstrengend, extrem anstrengend. Mhm. Und also von mental ihn nicht zu verurteilen, indem er sich weigert, dieses Schicksal anzunehmen, weil ich natürlich gab es Situationen, wo ich auch gesagt habe, hallo, wird mir jetzt auch zu viel. Aber er hat ja eh schon verloren. Warum soll ich ihm jetzt noch niederprügeln und sagen, Herst, weißt du, was hier los ist, in welchem Boot wir sitzen und was tust du mir an? Das habe ich nicht fertiggebracht, ja, dass ich ihm da Vorwürfe zu machen. Haben Sie denn Unterstützung? Also ich höre raus, Sie haben ihn gepflegt, Sie waren für ihn da, haben Sie Unterstützung? Nein, ich war ganz allein. Im Prinzip war ich bis zum Schluss alleine. Den letzten 3 Monate hat er eine Pflegekraft toleriert, die kam aber nur einmal in der Woche für 1 Stunde und das ist nichts. Ja, das ist gar nichts. Und Corona war ja auch noch da gewesen, also es war schon eine ganz, ganz starke Herausforderung. Also Herausforderung ist positiv formuliert. Ich höre aber raus, Sie sind an Grenzen und vielleicht auch über Grenzen gegangen. Ja, natürlich. Mhm. Manchmal habe ich ihm auch wirklich ins Gesicht gesagt, Martin, ich weiß nicht, wie lange ich das schaffe. Mhm. Ich glaube, ich sterbe vor dir. Ja, wenn Sie sagen das so, wie war das denn für ihn? Also diese Krankheit zu erleben, denn das bleibt ja sehr bewusst, das Erleben. Hat er gehofft, sie zu überwinden, sie zu besiegen? Ja. Wie ist das, wenn es gibt ja, denke ich, viele Menschen, die kämpfen, die dem Tod gar nicht ins Auge sehen wollen, geschweige denn das auszusprechen. Kann das auch gut für sie sein, das so wegzudrängen? Also meistens hat es ja damit zu tun, dass man nicht loslassen kann. Und dafür gibt es natürlich unterschiedliche Gründe. Also ich denke, wenn ich Ihnen zuhöre, Ihr Mann wollte mit Ihnen noch viel leben, wollte nicht jetzt in Rente gehen und dann die Hände in den Schoß legen. Andere Menschen haben irgendwie was Unerledigtes. Entweder eine unerledigte Geschichte mit einem anderen Menschen oder dass sie das Gefühl haben, sie haben ihr Leben nicht gelebt. Mhm. Sie haben was zu sehr in Schatten stehen lassen, was vielleicht jetzt im Alter eigentlich ins Licht geholt werden sollte. Und dann kommt sowas, ja, dann kommt das Schicksal dazwischen. Mhm. Dann hadert man und kämpft dagegen an und kann es nicht akzeptieren. Sie hatten ja noch geheiratet, auch schon als er krank war. Mhm. Sind Sie sich denn nah geblieben? Ja. Ja, das ja. Ja, er war auch, also das muss man sagen, er war zutiefst dankbar für all das, was ich gemacht habe. Auch zu allem, jedem Handgriff, den er erledigt haben wollte, er war mir ausgeliefert. Schon dramatisch eigentlich, ja. Und hat immer Bitte und Danke gesagt, immer Bitte und Danke. Bitte, du musst nicht immer Bitte sagen. Und ich mache das ja gerne auch. Und er hat mir auch immer wieder gesagt, ich werde dir das nie zurückgeben können, nie. Also er war sich schon dessen auch bewusst, dass es was fordert. Aber er hat es einfach nicht überwunden, dass es ihn in der Form getroffen hat. Er hätte wahrscheinlich mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass er auf eine Situation gestellt wird, in der er so haushoch verliert. Ja. Es
Kann aber auch damit zu tun haben, weil Sie sagen, er ist ja so sportlich und er war ja so ein Bewegungsmensch. Und wir alle glauben ja, also wir können dem Schicksal irgendwie davonlaufen, davonsegeln oder wie auch immer. Und wenn ich mich nur gesund ernähre und wenn ich nur dies oder jenes mache, dann, ja, dann vielleicht werde ich irgendwie übersehen. Ich glaube, diese Illusion haben wir alle. Und wenn jemand aber so lebt, dann ist das eine tiefe, tiefe Kränkung. Mhm. Und dann kann er natürlich nicht sagen, ja gut, also so ist das Schicksal. Er hätte echt gedacht, er kann es kontrollieren. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja, absolut. Er hat auch einem Arzt auf unserer Meduni gesagt, ich werde die Krankheit besiegen. Er hat es leider nicht geschafft. Im Juli vergangenen Jahres ist er verstorben. Konnten Sie bei ihm sein? Ja, es war also rückblickend dramatisch gewesen, sehr dramatisch eigentlich. Mhm. Und brachte ihn dann ins Bett vom Nachtstuhl und er sank vor mir zu Boden. Er lag dann auf dem Boden. Es war ein Herztod. Lippenblau, Atem still, Gesicht weiß. Es war ein Sekundentod und ich, okay, es ist eine neue Situation. Erst habe ich überlegt, was soll ich machen? Soll ich ihn hochlagern, damit das Zwerchfell wieder mobilisiert werden kann? Weil bei ihm war auch das Zwerchfell der Schwachpunkt. Und habe gedacht, nein, ich bringe so eine Unruhe mit in diese Situation des Abschiednehmens und habe mich zu ihm niedergekniet, habe gesagt, du darfst gehen, Martin, du hast es gut gemacht, du darfst jetzt gehen, du darfst loslassen. Und das war unser Abschied dann auch gewesen. Ja. Sie haben Ihr Leben ja nach ihm ausgerichtet, ja, über eine längere Zeit. Natürlich kommt dann die Trauer, aber haben Sie auch wieder begonnen oder gelernt, sich selbst anzuschauen und auch Ihr Leben wieder zu sehen? Ja, ich beginne, meine Balance zu finden, wenn ich stehe. Ich falle nicht allzu oft, aber es ist schwierig, diese Balance zu finden. Mhm. Erst recht, nachdem der Alltag wirklich so radikal sich auf einen Menschen einstellen musste, der von jetzt auf gleich nicht mehr da ist. Wie ist das, wenn Sie durch die Tür kommen und er ist nicht da? Wie war das dann auch in den ersten Wochen? Normalerweise sagt man so, ist es so, dass man, wenn man zu Hause ist, wartet man, dass die Tür aufgeht und der Verstorbene kommt eben nicht mehr hinein. Bei mir ist es umgekehrt gewesen. Ich komme von meinen Erledigungen, vom Einkauf, Apotheke oder dem Spaziergang mit der Hündin und er ist jetzt nicht mehr da und das war für mich und ich bin in die Garage gefahren, ich habe dann schon geweint und habe gesagt, er ist jetzt nicht mehr da und das ging einige Male so, ich weiß, zeitlich kann ich es nicht mehr abschätzen, aber musste mir gesagt, so, das geht so nicht, wenn sich das einbürgert, das kann jetzt über Wochen, Monate so gehen, du musst dir einfach sagen, es geht ihm gut. Es geht ihm jetzt gut und wir sind Christen und wir glauben an einem Leben nach dem Tod. Das wollte ich fragen. Mhm. Ja. Und dann sage ich so, ich habe ihn in Gottes Hände gegeben und dort ist er und er hat das Ziel erreicht, dort, wo wir alle einmal hingehen werden. Ja. Ist das ein Trost für Sie? Ja. Mhm. Ja, also für mich wäre es ganz, ganz schlimm, wenn ich das nicht hätte. Dann würde ich auch vielleicht heute noch weinend in die Garage fahren und ins Haus gehen. Ich meine, ich weine immer wieder mal, ja, das ist ganz klar. Ja, was können Sie auch schon wieder genießen im Leben? Oh ja. Ja, was können Sie schon wieder? Die Spaziergänge oder neue Freunde. Jetzt auch mit der Hündin, Kinder und Hunde bringen Menschen zusammen. Man trifft immer wieder Menschen. Neue gewonnene Freundschaften haben sich entwickelt. Die Familie, die steht hinter mir. Mit den Kindern meines Mannes habe ich ein gutes Einkommen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Auch, dass ich lernen kann, mein Leben wieder selbstständig zu gestalten, diesen Freiraum zu haben. Dann wünschen wir Ihnen einfach, dass diese Freiräume langsam wachsen, Stück für Stück, danke, und Sie wieder in dieses neue Leben, danke, so hineinwachsen, dass Sie auch Lebensqualität spüren, so wie es ja jetzt auch schon immer wieder ist. Vielen Dank, danke, Frau Wittenberg. Danke.
Herr Mulzer, wir reden ja heute über die negativen und die positiven Seiten des Alterns. Sie sind, wir dürfen es sagen, 74. Ja. Wie alt fühlen Sie sich denn? Ja, ich fühle mich eigentlich 25 Jahre jünger. Die ja. Statistik sagt so schön, Männer über 65 fühlen sich 13 Jahre jünger, aber ich habe noch einige Jahre draufgeschlagen. Ich meine, man muss ja auch sagen, Sie fallen optisch hier in der Runde schon auf. Mögen Sie so die Rolle des Exzentrikers? Ja, da ist schon was dabei. Weil? Das war schon immer eigentlich, ich wollte immer schon Mode leben und erleben. Und habe mich eigentlich immer schon so gefühlt. Und das kam eigentlich auch von meiner Mutter, was da schon übertragen worden in dieser Richtung. Dass ich in diese Schiene hineingeschoben wurde und fühle mich auch in dieser Schiene wohl. Also ist es auch so eine Schiene, seht Alter auch anders? Hat das auch was damit zu tun? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich fühle mich auch ja nicht alt, wie wir schon festgelegt haben, klar. Und warum soll ich im Alter eigentlich nicht so sein und so mich geben, wie ich möchte? Auch in der Mode nicht. Also nichts gegen den Anzug, aber es ist schon ein Statement, oder? Absolut, das ist ja das, das muss jeder nach seiner Fasson. Jeder nach seiner Fasson. Der Stil ist ja im Grunde derselbe, nur halt andere Farben. Kann man sagen. Ich habe aber auch so Anzüge wie Sie. Ja. Also so schaut es nicht aus. Ich glaube, dass ich bald so Schuhe habe wie Sie. Aber erst beim häuslichen Kreistest. Aber ich finde das großartig. Mhm. Und das ist, Geschmack ist ja nichts sinnloser, als über Geschmack zu diskutieren. Ja? Und wenn das für Sie großartig ist, ich finde, es passt super zu Ihnen, dann ist es doch wunderbar. Danke für das Kompliment. Ja. Sie sind, das muss man sagen, auch wenn das ja familiäre sozusagen Vorneigungen gab, Sie sind ja kein Modedesigner gewesen oder Model, sondern Sie waren Sportlehrer. Richtig. Und haben Sie da auch schon ähnlich auffällige Klamotten? Nee, in der Schule natürlich als Sportler war ich mit Trainingsanzug unterwegs. Ja. Ja, da gab es ja gar nichts anderes. Und da habe ich ein schönes Erlebnis gehabt. Ich habe einmal Pausenaufsicht gehabt in der Schule. Und da kommen zwei Mädels zu mir her und sagen, Herr Mulzer, wir haben Ihren Bruder in der Stadt gesehen. Ja? Sie haben 42 Jahre Schuldienst gemacht und sind dann aber früher raus, haben sich früher freistellen lassen. Warum? Nein, ich habe nicht freistellen lassen, sondern es gab ja das Modell Freizeit faktisch, Altersteilzeit. Und die habe ich natürlich lachend aufgenommen, muss ich dazu sagen. Ich habe 42 Jahre gearbeitet. Mhm. Sport war mein Hobby und die Schule war auch mein Hobby. Aber die Kinder haben sich in der Schule verändert und ich habe mich verändert. Und dann habe ich gesagt, okay, warum soll ich das Angebot nicht annehmen? Und bin frühzeitig in Altersteilzeit gegangen. Das heißt, so die Mentalität hat sich einfach verändert und Sie sind irgendwann ja auch älter geworden. Und dann, als die Klassen, die Kinder nicht mehr da waren, was war da anders in Ihrem Leben? Wie haben Sie das gefühlt? Ja, ich habe mich freier gefühlt. Ja. Klar. Mein Leben hat sich total geändert. Als ich in Pension gewesen bin, dachte ich mir, ja, was soll denn jetzt das überhaupt? Ja? Und habe sich dann noch einmal auf die Spitze getrieben. Ich war dann sportlich sowieso schon fit. Ja? Ja. Und habe dann gesagt, ja, jetzt möchte ich noch einmal richtig trainieren. Wie viele Stunden? Ja, ich habe da jeden Tag 3 bis 4 Stunden trainiert. Oha. Kraftsport, autogenes Training, dann noch auf dem Ergometer. Es war wie eine Sucht. Mhm. Ich habe die Ernährung umgestellt. Haben Sie abgenommen? Bin jeden Abend vor den Spiegel gestanden und habe was gesagt. Keine Ahnung. Ach, bin ich schön. Ja, warum kann man das nicht sagen? Ja. Meine Frau war entsetzt. Weil? Jeden Muskel, jede Sehne hat man gesehen. Es waren ja von meinen 55 Kilo, die ich zum Schluss hatte, hatte ich ja vorher 68 Kilo. Okay. Das waren also fast 10 Kilo, die ich abtrainiert habe. Ich war stolz auf mich. Klar. Es kam die Freibadsaison. Ja, und der Jo dachte, jetzt steige ich ins Freibad ein und alle werden schwärmen. Nein. Im Gegenteil. Alle haben gesagt, jetzt ist er in Pension, jetzt ist er krank. Ja. Also, ich habe aber das nicht für Äußerlichkeiten gemacht, sondern nur alleine für mich. Also, haben Sie dann auch wieder zugenommen? Ja,
ich muss mal dazu sagen, es gibt ja zwei Auftritte jetzt in meiner Pension. Ja. Zwei. Der erste war der sportliche, der Wahn abzunehmen, den Wahn es mir noch einmal zu zeigen. Das haben Sie geschafft? Das habe ich geschafft. Dann kamen die zweiten 5 Jahre, da kam ich zu Instagram. Zu Instagram. Freunde in der Stadt haben zu mir gesagt, Mensch, Jo, ich war schon bekannt in der Stadt, du musst auf Instagram. Wenn Sie das schon so ansprechen, wollen wir jetzt auch sehen, wie Sie sich da präsentieren. Da ist er. Und? Sie haben gesagt, das waren die zweiten. Wie hat das nochmal Ihr Leben verändert? Ja, es hat immens verändert, mein Leben. Und was für mich eigentlich mich sehr stolz gemacht hat, dass ich eine halbe Seite in der Süddeutschen Zeitung bekommen habe. Mhm. Das hat mich natürlich schon riesen stolz gemacht und gab mir noch einmal den Antrieb, Mensch, mach doch weiter, es kommt irgendwie an. Und im Augenblick ist es so, dass jeden Sonntag von mir so ein kleiner Video kommt und die Leute warten dann schon drauf auf mich. Und da kommen dann teilweise bis zu 1000 Kommentare. Und das freut mich natürlich und das macht mich jung. Und hält mich jung. Wenn wir das. Ja. Ja, ich finde es sensationell, dass jemand nach 42 Jahren im Schuldienst so drauf ist. das ist ja der eigentliche. Sie haben ja, wenn wir über den Sport reden, Sie haben ja gesagt, so Fitness und so ist ja gar nicht so Ihr Ding. Ja. Geht da nicht eine ganze Welt verloren, so Hanteln, Gruppenduschen? Nein, es ist nichts für mich, weil Sie sind ein Sportler und Sie haben Spaß an der Bewegung und Sie genießen das, sich fit zu halten und so. Ich kenne ja diesen Zustand nicht. Ja? Und bei mir, ich brauche es sozusagen, ich vermisse es ja auch nicht. Ja. Ja? Ich kann auch nicht sagen, fehlt Ihnen das Himalaya-Bergsteigen? Ich war nie da. Ja? Aber ich finde, Sie sind natürlich Lehrer gewesen in der Zeit, als die Schüler noch lesen und schreiben konnten. Das macht es einfacher. Aber. Wie ist es jetzt mal, um eine andere Seite zu sehen? Sportlich sein, auffallen, das ist ja erstmal was Positives. Und Sie haben gesagt, wir sind alle länger fit. Da ist das ja ein natürlicher Ausdruck. Kann das auch die Kehrseite haben, dass man irgendwann von allen 75-Jährigen erwartet, dass wir jung und fit erscheinen? Dass das irgendwie dazugehört? Ja, da sehe ich schon die Gefahr, weil wir sind ja, das ist jetzt ein wunderbares Beispiel, aber wir sind ja auch wirklich auch von der Werbung, wir sehen ja eigentlich immer nur die gut aussehenden jungen Seniorinnen und Senioren, die irgendwie Medikament XY und dies und dies machen. Es wird schon so ein Zwang, man darf nicht mehr alt sein. Also vielleicht gilt es für Frauen noch sehr viel mehr als für Männer. Aber dieser Zwang, da sind Falten, die kann man behandeln, da kann man also irgendwas gegen tun. Also wenn ich mit meinen Falten rumlaufe, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Kann das auch eine Erwartung von außen werden, immer jetzt originell und cool sein zu müssen? Ja, so bin ich halt. Ja, so ist das lebe ich, so bin ich. Ja, also das kann ich nicht ändern. Wie gesagt, wenn wir diese Clips machen, da brauchen wir gar nicht überlegen, was ich tue. Da setze ich meine Moves, richte meine Moves nach der Kleidung aus, je nachdem, wie es gerade abläuft oder auch wie ich gerade drauf bin. Ja. Aber drauf bin ich immer gut. Offenbar. Sie haben ja auch eine Partnerin, eine Frau, die 18 Jahre jünger ist. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Jetzt muss ich sagen, wenn ich mich so umgucke, hätte ich am ehesten von Ihnen gedacht, dass Sie die Partnerin sind. Ja. Wer inspiriert denn da wen? Hat er Sie auch modisch inspiriert oder war das umgekehrt? Schaukeln Sie sich hoch? Also ich glaube, wir schaukeln uns dann schon mal hoch gegenseitig, wobei ich auch sagen muss, wir stimmen uns immer ab, was wir anziehen, weil mein Spruch war immer, ich möchte nicht, dass die Leute glauben, wir haben uns zufällig auf der Straße getroffen.
Also und von daher, je nachdem, wo wir hingehen, stimmen wir uns ab. Da sage ich halt, du, was willst du halt anziehen oder was ziehe ich an? Und dann schauen wir so, was passt und also ja. An Zufall glaubt man auch nicht, muss ich sagen. Sie sind in Regensburg ja auch zu Hause. Das ist jetzt nicht, um Regensburg zu nahe zu treten, aber ich denke dabei nicht gleich an ausgeflippte Klamotten oder sowas. Kriegen Sie auch mal negative Reaktionen? Dass Leute sagen, sind schon dabei, die negative Reaktionen, die nicht unbedingt angenehm sind, muss ich dazu sagen. Ja. Zu Äußerungen will ich jetzt da gar nicht sagen. Aber in der Zwischenzeit habe ich da kein Problem mehr. Wenn die Leute schauen und mich beobachten, einen blöden Kommentar kommen, beobachte ich die Leute, dann schaue ich die von oben bis unten an, dann haben sie Respekt vor mir und schauen woanders hin. Und wenn Sie jetzt Ihr aktives Leben und auch Ihre Vorstellung von der Zukunft mal in so ein knackiges Lebensmotto gießen würden, wie würde das lauten? Ja, mein Lebensmotto war schon immer sexy, leicht und locker. Ja. Vielen Dank, Herr Mulzer. Frau Meier, Sie haben ein pralles Leben gehabt, ein volles Leben gehabt. Sie sind heute 79. Noch einen Monat. Sie haben aber heute das Gefühl, dass Sie aufgrund Ihres Alters keinen Platz mehr im Leben finden. Und das ist wörtlich gemeint, weil Sie suchen lange eine Wohnung schon. Sie haben 500 Bewerbungen rausgeschickt. Sagen Sie sich jetzt, auf in die nächsten 500? Oder würden Sie im Rückblick sagen, das ist schon auch zermürbend? Also es ist natürlich zermürbend, weil jede Absage bringt dich ein Stück zurück, wirft einen ein Stück zurück. Nun bin ich niemand, der zurückgeht. Ich gehe mein ganzes Leben immer Volldampf nach vorne. Mhm. Aber trotzdem hast du ja immer dieses Gefühl, warum du? Warum? Ich weiß, ich komme aus Berlin, das heißt, diese Stadt ist überfüllt und sie können Wohnung bauen, so viel sie wollen. Sie schaffen denn das überhaupt nicht mal auf einen normalen Level zu bringen. Es ist auch die ersten Absagen, sagst du, ja, da stehen Tausende von Leuten. Irgendwann kommt aber der Moment, warum immer du? Man muss ja alles im Internet machen, was natürlich auch, wenn wir über das Thema Alter sprechen, schon ein großes Problem ist. Ich kann es Gott sei Dank noch mit Schwierigkeiten, aber ich schaffe es. Mhm. Und da merkst du, du hast den Anschluss nicht mehr, du bist nicht, fällst nicht mehr in diese Kategorie, ja, wir wollen dich. Und irgendwann war es dann wirklich so, dass ich mich beworben habe mit allen Unterlagen, sie stimmten alle, passten alle. Ich wurde nicht genommen und zwei Tage später waren die Anzeigen wieder auf der Internetseite. Oh. Und da habe ich gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Wenn wir da gleich noch tiefer gehen, erstmal, wie und wo leben Sie denn? Sie sind, glaube ich, bei zwei Freundinnen untergekommen. Erzählen Sie mal, wie sind Sie dort untergebracht gewesen all diese Zeit? Ja, also seit Dezember, 31. Dezember bin ich obdachlos. Ich sage meine obdachlose Vagabundin. Und ich habe auch einen eigenwilligen Humor, wenn mich alle gefragt haben, was machst du denn? Sage ich, naja, es gibt so eine Brücke, es gibt viele Obdachlose in Berlin. Mhm. Und unter der Charlottenburger Brücke, wenn ich da durch vorbeifahre, da steht schon reserviert für Heide Meier. Mhm. Und das konnten die natürlich nicht glauben, ich auch nicht, weil so werde ich nicht leben und kann ich auch nicht leben. Und ich habe nicht viel Freunde, ich brauche auch nicht viel Freunde, aber ich habe gute Freunde und bei einer wohne ich 4 Tage in der Woche, also von Dienstag bis Freitag und Samstag früh wohne ich dann in Wolfsburg bei anderen Freunden. Und haben Sie da Rückzugsmöglichkeiten? Bei meiner Freundin in Berlin, wir teilen uns ein Ehebett, obwohl wir keine körperliche Freundschaft haben, sage ich jetzt. Ja. Und da gibt es keinen Rückzugsort. Sie hat mir ein Stück ihres Kleiderschranks ich habe große Kleiderschränke. Ich komme aus der Textilbranche, also da hat man schon viele Sachen. Heute
merke ich, wie wenig ich brauche. Ich sehe immer noch anständig aus und habe trotzdem nur so ein Stückchen Kleiderschrank. Und am Wochenende habe ich Freunde, da lebe ich in einem Haus, was mal der Mutter gehört hat. Aber man ist eben nie man selber. Man ist immer ein Gast und man ist immer geduldet, obwohl sie mich lieben und ich. Aber es ist einfach, du hast nichts Eigenes. Du lebst in einer Welt, die anderen gehört und das ist dann manchmal schon zermürbend. Sie haben gesagt, Sie kommen aus der Textilbranche. Sie sind mit 14 von zu Hause weg, weil Sie arbeiten wollten. Das haben Sie sehr erfolgreich auch getan. Sie waren Einkäuferin im KDW, im Kaufhaus des Westens. Sie hatten eine eigene Boutique. Sie haben sich engagiert, auch für Frauenrechte, waren im Verband Deutscher Unternehmerinnen aktiv. Das hört sich alles sehr selbstbestimmt an. Wie ist es jetzt für Sie, auf die Großzügigkeit anderer angewiesen zu sein? Ich kann es annehmen. Trotz alledem ist es, ich merke, es sind jetzt fast 5 Monate, dass ich an meine Grenzen komme, an meine Grenzen, sich ewig zurück zu müssen, zu fragen, darf ich mal jemanden einladen? Und ich bin sehr geduldig, ich bin sehr positiv, aber ich merke, die Grenze wird immer enger. Und natürlich ist es auch nicht schön, wenn man das Licht brennen lässt und am nächsten Morgen einer sagt, du hast wieder das Licht das ganze Nacht brennen lassen. Meine Freundin hört das jetzt und sie wird böse sein, aber es ist so. Ja. Du kannst nicht mal alleine entscheiden, ob du den Lichtschalter ausmachst oder nicht. Und das sind für einen Mensch, der wirklich mit 14 sein Leben selber in die Hand, ich wollte einen bestimmten Beruf lernen und meine Mutter hat gesagt, du kannst was Besseres werden und ich habe gesagt, das ist das Allerbeste für mich. Ich bin Verkäuferin geworden damals und habe dann meine Karriere gemacht und habe immer mein Leben, und zwar nicht als Egoist, ich mache ja viele andere Dinge ehrenamtlich und weiß andere Sachen noch, aber ich habe mein Leben einen ganz klaren Weg gegeben und der war plötzlich ohne Wohnung, ist das vorbei. Man sollte wissen, Sie haben mit Ihrem Mann lange in einer Altbauwohnung in Wilmersdorf gelebt, nach dem Tod Ihres Mannes sind Sie in eine kleinere Wohnung, haben da auch 18 Jahre gelebt und dann eben, wie Sie beschrieben haben, Ende letzten Jahres raus. Ja. Was glauben Sie denn, haben Vermieter für einen Grund, Sie als bald 80-Jährige nicht zu berücksichtigen? Haben Sie da irgendeine Theorie? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Alte Menschen bleiben nicht so lange und da müssen sie wieder neu suchen. Es kann auch sein, dass alte Menschen sterben. Ich lebe alleine, seitdem mein Mann verstorben ist. Ich muss, zum Beispiel habe ich auch meine Beerdigung vorgeplant, damit ich weiß, dass auch die Musik gespielt wird, auch wenn es eine Kontrollsucht ist. Frau Nuber hat gesagt, es kann sinnvoll sein. Darf ich da mal? Ja. Darf ich klar, eine Sekunde, das würde mich jetzt natürlich als Hilfsorganist interessieren. Oder ist es zu indiskret, was auf Ihrer Beerdigung gespielt werden soll? Das Welche Musik? Erste wird ein Wagner-Stück sein und das letzte wird singt immer Pavarotti, Nessun Dorma. Und was ist von Wagner? Ja, der Einzug. Ach so. In die Walhalla. Der Einzug in Walhalla? Ja. Aus der Götterdämmerung? Ja. Ja, das ist aber... Ja. Wenn, dann schon groß. Ja, ja. Und wenn es so wäre, also das, was Sie jetzt, glaube ich, ein bisschen verklausuliert gesagt haben, heißt, ältere Menschen leben nicht mehr lange da. Das heißt, sie sterben dann, vielleicht sterben sie in der Wohnung, man hat keinen Partner. Ich glaub, da müssen die Wohnungsbau sich... Es wird zwar nie offensichtlich gesagt, aber meine Erfahrung, nie eine Wohnung zu kriegen, selbst Wohnungen, die ab 50, ab 60 waren, habe ich nicht gekriegt. Mhm. Da spielt sicher das Alter keine Rolle, sondern ich weiß nicht. Es ist ja auch dieses Problem, du musst ja dreimal der Höhe,
der Miete musst du dreimal so hoch das Einkommen haben, was natürlich kein Mensch hat bei diesen hohen Mieten. Also es gibt viele Dinge, aber ich meine einfach, es ist dieses, auch ich glaube nicht, dass ich nicht gesehen werde, wenn ich irgendwo stehe oder bin. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig an, aber ich weiß, dass es so ist, dass man überhaupt keine Gedanken, ich habe ja geschrieben, wie alt ich bin und wie lange ich schon ohne bin, dass es auch nicht mehr dieses Gefühl gibt. Haben Sie denn eine Besichtigung gehabt? Ich habe von den über 500, habe ich 10 Besichtigungen. 10 Besichtigungen gehabt. Aber Sie hatten kaum die Möglichkeit, sich zu zeigen, wollen ja. Sie doch damit sagen. Und bei 10 Besichtigungen, wo 100 Leute stehen. Wenn es so wäre, dass die, also auch uns gegenüber hat man es übrigens abgestritten, dass das Alter irgendeine Rolle spielt. Mhm. Aber wenn es so wäre, dass es eine Rolle spielt, was sagt das über unsere Gesellschaft? Also ich bin ziemlich sicher, dass es eine Rolle spielt, aber es ist so ein implizite Altersdiskriminierung oder jeder sagt von sich, ich bin nicht rassistisch, aber so implizit kommt dann vielleicht doch mal eine rassistische indirekte Bemerkung und so ist es auch mit dem Alter. Ältere Menschen fallen aus der Leistungs- und Profitorientierung, sage ich mal, raus. Da sind so Mythen am Werk, Altersmythen, die streiten das, die wissen das nicht, die Vermieter da, die sind sich darüber nicht im Klaren. Aber wir haben das in der Gesellschaft. Wir haben diese Mythen in der Gesellschaft und diese Diskriminierung besteht. Und da ist sind Sie ein Beispiel dafür. Gab es auch Menschen, die Ihnen gesagt haben, was ist mit dem Altenheim, was ist mit dem... Naja, also bevor ich solche Dinge auf den Weg bringe, wie an jeden Sender zu schreiben. Danke nochmal an Nachtcafé, dass Sie das Thema aufgegriffen haben. Wir freuen uns darüber, dass Sie da sind. Danke. Das wollen wir erst mal sagen. Ja. Es ist einmal mein Thema, aber ich habe ja mein Leben immer für andere mitgekämpft. Also ich war immer nur der Auslöser, der irgendwas gespürt hat und dann sich umgeguckt hat. Und ich war in den bei allen Ämtern, bevor ich solche Dinge alle in die Welt streue, hole ich mir schon eine ganze Menge an Wissen rein. Und es ist einfach, wenn du schon zum Wohnungsamt gehst, dann ist da eine Dame, die sagt, nein, für Sie bin ich nicht zuständig. Dann kommt die Nächste, nein, Sie sind nicht meine Altersgruppe. Dann kommt die Nächste und die sagt, ja, aber für so Alter habe ich jetzt gar keine Zeit. Dann denkst du, hey, wo sind wir? Wo leben wir? Wo leben wir als alte Menschen? Sind wir nur noch reif fürs Altersheim oder Pflegeheim? Da wird viel drüber gesprochen, es gibt aber keine Plätze. Dann war ich natürlich in so einer Sozialstation und dann sagte die zu mir, ja, wir haben hier so eine Liste und das sind Heime, also nicht Heime, betreutes Wohnen, müssen sie aber noch nicht, sie brauchen das ja noch nicht. Dann habe ich da angerufen, da sagt die eine, ja, in 20 Jahren können sie einen Platz haben. Die nächste hat gesagt, ja, sie können 35 Quadratmeter haben, 960 Euro. Da habe ich gesagt, wenn ich im Käfig wohnen will, gehe ich in den Zoo. Da wäre ich bewundert und kriege was zu essen. Also ich habe einen eigenartigen Humor und manchmal kann auch einer nicht damit umgehen. Aber es ärgert mich. Ja? Dazu kommt, dass sie gar keinen Platz haben. Und diese Zwischen, und das ist auch so ein bisschen mein Thema, für wie ich jetzt auch ein bisschen arbeite und auch ein bisschen kämpfe. Diese Zeit zwischen älter werden und ins Heim müssen, ist ja, kann 5 Jahre sein, kann 10 Jahre sein, kann 3 Jahre sein. Für diese Zeit wird überhaupt nicht nachgedacht für ältere Menschen. Und das ist was mir jetzt durch meine eigenen Erlebnisse immer mehr zu Bewusstsein kommt. Das wollen Sie auch raus? Und das will ich auch rausschieben. Es ist zum Beispiel... ich habe einen Antrag gestellt, WBS, natürlich macht man ja, wenn man, ich bin ja nur Rentnerin und habe einen jungen Mann kennengelernt, den ich als Ziehsohn adoptiert habe.
adaptiert habe, nicht adoptiert, adaptiert habe. Und wir wollten zusammenziehen, weil der kann Dinge, die ich nicht mehr kann, und ich kann ihm das Leben bringen, das beibringen. Und das ist ein tolles Lebensmodell, abgelehnt worden. Steht nicht in den Statuten, wird abgelehnt. Und da habe ich geschrieben, wir brauchen nur eine Wohnung. So brauchen wir beide zwei Wohnungen. Also auch solche neuen Dinge werden einfach nicht wahrgenommen. Also Wut, Unverständnis, Sie haben das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Sie engagieren sich trotzdem weiter oder vielleicht auch gerade deswegen weiter und betreuen zum Beispiel auch ältere Menschen, die dement sind, die nicht mehr gut sehen. Was gibt Ihnen das auf der anderen Seite dann? Also ich arbeite für einen CareShip, das ist eine Organisation, die vermittelt Alltagshelfer, nennen wir uns. Wie gesagt, ich habe mit Pflege nichts zu tun, ich habe mein ganzes Leben mit schönen, mit Seide und mit tollen Dingen zu tun gehabt. Und das ist auch zum Beispiel etwas. Diese Altershelfer sind ja nicht alles mehr, also wir sind Menschen, die einfach zu anderen gehen und sie unterstützen in ihrem Alltag. Müssen wir Menschen im Alter einfach mehr wertschätzen? Ist das eigentlich die Basis von allem? Ja, das sowieso. Also Alter hat jetzt nicht die Wertschätzung, die es braucht, also nach der Lebensleistung, die jeder alte Mensch gebracht hat. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, denke ich auch, die Gesellschaft ist überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass wir anders alt werden. Also wir werden, Sie sind bald 80, Sie auch. Also das ist, vor zwei Generationen gab es diese 80-Jährigen nicht. Auch nicht darauf vorbereitet, dass sie noch so viel geben. Die wollen im Leben stehen, die geben. Sie sind im besten Sinne generativ. Also dieses Engagement, was eigentlich im älteren Lebenszeit ganz wichtig ist, also generativ zu sein, was weiterzugeben, weiterzugeben von dem, was man selber kann, was man selber bekommen hat, Spuren hinterlassen, dann ist auch ein Alter erfüllend und das machen Sie und das finde ich ganz eindrucksvoll. Sie sind zum Beispiel auch Schirmherr der Deutschen Stiftung Depressionshilfe. Ist das auch etwas, dass Sie über das, was Sie sowieso ein Zeitlebens machen im Job, aber was Sinnvolles tun wollen? Na, mich hat Professor Hegel, der das ins Leben gerufen hat, der zu der Zeit die Abteilung in Leipzig geleitet hat, einfach angeschrieben. Ich habe sofort zugesagt, weil mich das Thema interessiert hat. Und das sage ich auch bei jeder Gelegenheit, natürlich auch aus Egoismus. Wenn es einen selber trifft, ist es besser, man geht durch die Schwingtür gleich zum Chef, als man verplempert wertvolle Zeit im Wartezimmer. Ja? Also das sage ich auch auf dem Kongress und so, das wird immer mit allgemeiner Heiterkeit aufgenommen. Aber es ist sehr, sehr interessant, weil es natürlich zeigt, das ist eine ernstzunehmende Krankheit, wo es sehr, sehr, sehr schwierig ist, überhaupt einen Therapieplatz mal zu kriegen. Die Leute warten zum Teil über ein halbes Jahr. Ja. Und ich wollte nur eines sagen, erfahrungsgemäß ist es so, wenn jemand so nachträglich so eine Situation schildert wie Ihre, melden sich ja Menschen, die sagen, ich habe eine Wohnung. Vielleicht wollen Sie das, geht das, dass man sagt, wie groß ist die Wohnung? Es gibt eine gute Nachricht, die habe ich mir fürs Ende noch aufgehoben. Die haben Sie mir kurz vor der Sendung noch gesteckt. Aber eins wollte ich noch mal aufgreifen. Sie gehen ja nicht durch die Schwingtür, Sie laufen eher gegen Wände. Waren Sie irgendwann auch einfach mal fertig? Hatten Sie auch so einen Punkt, dass Sie dachten, ich will nicht? Nee, habe ich eigentlich nie gehabt. Es war im Gegenteil, wenn ich, meinen Umzug habe ich alleine gemacht, dann stehst du auf der Straße, nimmst dein Bett, also ich hatte so die Sachen, die ich mit zu meiner Freundin nehmen konnte im Badezimmer und habe gedacht, so sieht das, wenn Obdachlose losziehen, so sieht das aus, ne? Also das war schon ein sehr eigenwilliges Gefühl. Aber jetzt ist es so, ich habe diese Müdigkeit überwunden und wenn ich wütend werde, werde ich nicht böse, nicht bissig, sondern ich kriege Energie und diese Energie bringe ich jetzt einfach raus. Und Sie haben ja recht, ne? Normalerweise, es gibt immer wieder auch im Nachtcafé dann Rückmeldungen. Natürlich. Und Menschen, die, nun haben Sie mir kurz vor der Sendung gesagt, kurz bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, dass es gestern eine gute Nachricht gab. Ja. Abends rief die Wohnungsbaugesellschaft, wo ich mich schon mindestens 150 Mal beworben habe, dass ich eine Wohnung kriege. Und ich kriege sie nicht nur, ich habe auch den Mietvertrag schon unterschrieben. Ja.
Man merkt, wie Sie aufatmen, man merkt, wie Sie dankbar sind Ihren Freundinnen gegenüber, dass Sie ihnen geholfen haben, aber dass Sie sich auch wünschen, wieder ein selbstbestimmteres Leben zu führen, gerade weil Sie diese Kraft haben und gerade weil Sie so viel geben können. Danke dafür, dass Sie hier waren und so viel Mut machen. Dankeschön. Wir haben jetzt so viel gehört und wir sind ja, darüber freuen wir uns, auch eine Generationensendung. Also ältere Menschen schauen uns an, jüngere Menschen schauen uns an. Wie können sich denn Jüngere oder Mittelalte darauf vorbereiten, was im Alter kommt? Früh genug auf jeden Fall. Also man kann nicht früh genug anfangen. Was will ich aus meinem Leben machen? Was ist mir wichtig? Wie will ich denn die nächsten Jahre verbringen? Wie will ich auch alt werden? Also weil das, was wir dann sind, wenn wir alt sind, ist ja im Grunde das Ergebnis dessen, was wir vorher gelebt haben. Und wenn man dann auf das Leben zurückguckt und sagt, ach nee, bin ich nicht einverstanden mit so dieser negative Lebensrückblick, der macht dann das Altwerden schwer. Also wir sollten uns vorbereiten, damit wir dann, wenn wir 60, 70, 80, 90, vielleicht 100 sind, nichts zu bereuen haben. Und das geht nicht von jetzt auf nachher, das muss man vorbereiten. Vom Glück und Unglück der späten Jahre, danke an Sie, Frau Nuber, und danke nochmal an die gesamte Runde. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema, wovor wir Angst haben. Und hören Sie gerne mal unseren Nachtcafé-Podcast rein, das wahre Leben. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss.